Mit einem Wort ist nun die Frau Abgeordnete Petra Wimmer. Bitte schön, Frau Abgeordnete. Danke, Herr Präsident. Sehr geehrte Frau Ministerin, Hohes Haus. Viele Familien in Österreich sind in Not. Ein Jahr der Pandemie zeigt in vielen Familien die Spuren und den Familien geht langsam, aber sicher die Luft aus. Das betrifft die psychischen Herausforderungen, aber vor allem auch die finanziellen. Werte Kolleginnen und Kollegen, wussten Sie, dass fast die Hälfte der österreichischen Bevölkerung über gar keine Rücklagen oder maximal Rücklagen von einem Monatseinkommen haben? Und das ist auch der Grund, warum die Schlangen vor den Tafeln und vor den Sozialmärkten immer länger werden. Die Menschen brauchen diese Angebote mittlerweile, um über die Runden zu kommen. Wir beschließen heute ein Familienpaket hier im Hohen Haus, das mit 178 Millionen Euro die Familien weitgehend mit Einmalhilfen unterstützt. 200 Euro für jedes Kind in der Mindestsicherung, 12 Millionen für Alleinerziehende und 26 Millionen für besonders von Armut betroffene Personen. Das sind Hilfen, die besonders unterstützenswerte Gruppen bekommen. Und das ist auch der Grund, warum wir diesem Antrag zustimmen werden. Denn einmalige Hilfe ist besser als keine Hilfe. Dennoch kritisieren wir erneut, dass mit Einmalhilfen nicht nachhaltig geholfen wird. Auch wenn die Regierungsparteien den Begriff Almosenpolitik nicht hören wollen, genau das ist, was mit Einmalhilfen gemacht wird. Strukturelle, nachhaltige Hilfe, die langfristig Armut verhindert, braucht kontinuierliche Maßnahmen. Bereits vor der Krise fehlt eine langfristige Strategie, mit der Kinderarmut effektiv bekämpft wird. Jedes fünfte Kind ist bereits von Armut betroffen oder bedroht, und da reichen Einmalzahlungen einfach nicht aus. Mit dem Antrag der Regierung beschließen wir auch die Aufstockung des Familienhärtefonds um 50 Millionen Euro. Gleichzeitig werden drei Oppositionsanträge abgelehnt, in denen Verbesserungen beim Zugang gefordert werden. Leider sind aber nach wie vor bestimmte Familien von der Förderung ausgenommen. Besonders nachteilig wirkt sich die Tatsache aus, dass nur für 3 Monate Verdienstentgang eine Entschädigung aus dem Fonds erhalten werden kann. Nach einem Jahr in Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit ist das für viele einfach zu wenig. Daher stellen wir folgenden Entschließungsantrag, die Abgeordneten Petra Wimmer, Genossinnen und Genossen, betreffend Richtlinien zum Familienhärteausgleich. Der Nationalrat möge beschließen, die Bundesregierung, insbesondere die Bundesministerin für Frauen, Familie, Jugend und Integration, wird aufgefordert, die Richtlinien des Corona-Familienhärtefonds dahingehend zu ändern, dass auch geringfügig Beschäftigte einen Anspruch haben, dass bei getrennt lebenden Eltern beide Elternteile Anspruch haben, dass Selbstständige unabhängig des Anspruchs auf Zuwendung aus dem Härtefall der WKO Anspruch haben und ganz besonders wichtig, Personen, die innerhalb der letzten 12 Monate mehr als 3 Monate arbeitslos oder in Kurzarbeit waren, ein weiteres Mal Unterstützung aus dem Familienhärtefonds bekommen können. Werte Kollegen, Kolleginnen, stimmen Sie diesem Antrag zu, denn auch diese Familien haben sich unsere Unterstützung verdient. Danke. Abgeordnete, darf ich Sie noch einmal zum Rednerpult bitten, weil der Text, der uns vorliegt, nicht dem entspricht, was Sie vorgelesen haben. Vielleicht können wir kurz, genau, vielleicht können Sie diesen Text vorlesen, den Beschlusstext, der uns vorliegt. Bitte schön. Dann lese ich den kompletten Text vor. Die Bundesregierung, insbesondere die Bundesministerin für Frauen, Familie, Jugend und Integration im Bundeskanzleramt, wird aufgefordert, die Richtlinien des Corona-Familienhärtefonds dahingehend zu ändern, dass geringfügig Beschäftigte einen Anspruch auf Zuwendungen aus dem Familienhärteausgleich erhalten. Bei getrennt lebenden Eltern beide Elternteile Anspruch auf Zuwendung haben, sofern Unterhalt für die Kinder bezahlt wird. Selbstständige, unabhängig von Anspruch auf Zuwendung durch den Härtefonds der WKO, Anspruch auf Zuwendung durch den Corona-Familienhärtefonds haben, Personen, die innerhalb der letzten 12 Monate mehr als 3 Monate arbeitslos oder in Kurzarbeit waren, ein weiteres Mal Unterstützung aus dem Familienhärteausgleich erhalten. Vielen Dank. Besten Dank, Frau Abgeordnete.